So, meine Lieben, nun möchte ich euch meine herzlichen Segenswünsche übermitteln und stellvertretend für die ganze große Gemeinde einmal umarmen. Das muss nun sein. Lieber Stammapostel, herzliche Segenswünsche und alles, alles Gute. Und mögt ihr wirklich fühlen, dass wir so richtig mit euch verbunden sind. Und das bleibt auch sehen. Wir freuen uns, dass wir diesen Augenblick mit euch erleben können. Das ist für uns alle ein Glück. Ein Wort aus 1. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Da heißt es: Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Soweit. Ich grüße euch alle herzlich zum Gottesdienst und freue mich insbesondere auch, dass wir Stammapostel Fea und seine Gattin unter uns haben, sodass wie geplant auch die Handlung der goldenen Hochzeit durchgeführt werden kann, die Segensspendung. Und das wird sicherlich auch diesem Gottesdienst ein besonderes Gepräge geben. Wenn wir Raum schaffen, und das scheint mir so zentral in dieser Zeit, für das Göttliche, oh, da ist schon was zu tun. Ja, da hat man schon an sich zu arbeiten. Wir werden zugeschüttet von allen möglichen Dingen. Schaff doch mal Raum für das Göttliche. In Gedanken, in Worten, in der Familie, überall, wo es möglich ist. Schaffe Raum für das Göttliche. Klare Entscheidungen für den Herrn, nicht der Entscheidung ausweichen. Das ist so bequem, morgen vielleicht, übermorgen. Nein, entscheide dich heute für den Herrn. Und das Dritte, die Treue zum Herrn und seinem Werk. Und wenn ich das so sage, ich wollte es nicht immer wiederholen, aber ihr Lieben, ihr wisst selbst, unser Stammapostel Fea und seine Gattin sind wirklich ein Vorbild in dieser Frömmigkeit. Das Goldpaar. Nun kommt euer Augenblick und der wird nun eingeleitet mit einem Vortrag des Chores und ich werde zu euch kommen. Einheit dieses Ja, ich stehe nun vor euch auch mit klopfendem Herzen, das muss ich sagen. Es ist eine Situation, die man sich so nie hätte vorstellen und träumen können, aber es ist so und ihr habt das in eurem Leben immer praktiziert. Ihr habt immer aufgeschaut zum Herrn und zu denen, die im göttlichen Auftrag gestanden haben. Aber wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und diese Zusicherung will ich euch geben und in euer Herz hineinlegen. Das ist euer Teil. Ihr habt gesät im Segen.
und ihr werdet ernten im Segen. Dankbarkeit für euer Vorbild, Dankbarkeit für die Begleitung, Dankbarkeit für euer Dienen. Und ich füge euch da auch wieder so zusammen, wenn es auch so ist, dass du als Stammapostel natürlich mehr im Blickpunkt standest, so ist mir doch klar, dass deine Frau einen ganz hohen Anteil hat an deinem Dienst, an dem, was ihr miteinander eben für eine Bedeutung habt im Werke Gottes. Du warst immer ein Mann der Nüchternheit. Das hat mir unendlich wohlgetan. Und ich weiß, auch manche von den Bezirksaposteln jetzt schon im Ruhestand, die mal zum Ausdruck gebracht haben, sie sind ein Fan des Stammapostels Fair. Und ich gehörte auch zu denen, weil diese Nüchternheit uns angesprochen hat. Diese klare Weise, wo keine Schwärmerei war, wo nichts Aufgesetztes war, sondern wo eben immer das Bestreben war, ganz klar Sache zu sagen und eben auch dem Herrn aber zu dienen in Nüchternheit. Dann hast du uns gelehrt, das globale Denken. Du hast uns manches Mal ermahnt, die Bezirksapostel, wir schreiben uns das alle noch einmal hinter die Ohren und ins Herz hinein, nicht so sehr den eigenen Kreis zu sehen, nur immer auf das eigene zu gucken, sondern global zu denken, über die Grenzen hinaus, auch einmal zu sehen, dass es in anderen Erdteilen ganz unterschiedlich ist. Das hast du uns gelehrt und wir haben manches Mal gestaunt darüber, was du da hervorgebracht hast aus der Weisheit des Heiligen Geistes und was dann eben auch uns geprägt hat. Und so darf ich wirklich sagen, dein Wirken hat uns geprägt, alle miteinander. Wir sind alle davon auch erfüllt und das hat uns ein Stück begleitet und das war uns zum Segen. Und diese Dankbarkeit, die möchten wir heute auch einfach noch einmal zum Ausdruck bringen. Und nun habt ihr um den Segen Gottes gebeten. Er soll euch nun zufließen, soll euch nun werden. Und ich bitte die Gemeinde, sich zu erheben. Das tut das goldene Paar jetzt auch. Und nun zu eurer goldenen Hochzeit empfangt nun den Segen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott der Vater. Oh, meine Lieben, nun möchte ich euch meine herzlichen Segenswünsche übermitteln und stellvertretend für die ganze große Gemeinde einmal umarmen. Das muss nun sein. Lieber Stammapostel, herzliche Segenswünsche. Alles Gute von allen Bezirksaposteln aus diesem Kreis. Danke. Und den Helfern. Und mögt ihr eben weiterhin bewahrt bleiben. Darin sind eingebunden alle guten Wünsche. So. Nehmt ihr noch einmal Platz hier? Ja. Geht das noch? Jawohl, das geht noch. Ne? Aber ich kann noch nicht schreiben. So, fein.